Hey und willkommen zurück bei Majora's Mask, liebe Leute. Ich bin jetzt hier gerade auf der Milchstraße außerhalb der Ranch wieder, weil es hier was gibt, was ich jetzt gerne erledigen möchte. Ich habe jetzt auch gerade das Minispiel in der Spielbude gespielt in der Stadt. Am zweiten Tag, das Bombenbasketball da. Das heißt, ich werde da jetzt dann am letzten Tag das auch noch spielen in diesem Part, denke ich mal. Das hätten wir dann auch geschafft. Ich gehe jetzt hier mit Epona zu den Gorman-Brüdern, weil wenn man hier mit Epona hingeht, dann machen die einem ein Angebot. Ist dieser mitleidserregende Klepper etwa sein Pferd? Ich habe gedacht, es wäre ein Maultier, du dich auch, kleiner Bruder. Glaubst du etwa, dass eine derartige Schindmähre galoppieren würde, nur weil du den Stick nach vorne drückst? Oder dass der Gaul seinen unförmigen Körper schneller bewegen würde, wenn du auf A drückst? Ich finde das schön, wie die einem hier so erklären, wie man reitet. Der Kerl ist spaßig. Warum gibst du uns nicht einfach 10 Rubine und darfst dafür gegen uns in einem Rennen antreten? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du gewinnen solltest, da haben wir auch einen Preis für dich parat. Was wirst du tun? Rennen! Das Rennen ist ja einfach. Es geht nur über eine Runde. Erreichst du als erster die Ziellinie, hast du gewonnen. Ja, ja, bist du bereit? Oh Mann, sind die komisch. Aber ja, hier kann man ein Rennen machen mit Epona. Ganz ähnlich wie bei Ocarina of Time gegen den Basil. Da musste man ja das Rennen machen, damit man da Epona überhaupt bekommt. Hier ist das optional, beziehungsweise nee, ist es nicht. Es ist nicht optional. Aber ich müsste es jetzt noch nicht machen, sag ich mal. Ist auch, by the way, sehr dumm, dass ich jetzt gerade schon alle Turbo-Boosts hier aufgebraucht habe. An sich ist das Rennen auch nicht unbedingt schwer, wenn man sich seine Boosts hier gut einteilt, so wie ich jetzt gerade nicht gemacht habe. Aber ja, hier über die Zäune, das ist auch eine schöne Abkürzung. Natürlich immer die Kurven ganz eng nehmen. Hier diese Dinger da, die darf man... Das sollte man ausweichen. Das habe ich jetzt einmal nicht gemacht. Beziehungsweise ich glaube, es ist langsamer, wenn man dann nicht ausweicht. Ich habe keine Boosts mehr. What the fuck? Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ich habe voll verkackt. Okay, wenn ich die ganze Zeit laber, kann ich mich irgendwie nicht darauf konzentrieren, meine Boosts da einzuteilen. Was ist mit denen los? Ja, wir haben gewonnen. Wenn du willst, darfst du doch mal gegen uns antreten. Ja, bitte. So, ich werde mich jetzt mal ein bisschen auf das Rennen fokussieren. Fokussieren. Und weniger aufs Sprechen. Also immer darauf achten, dass man hier die Kurven ganz, wie sagt man? Ich weiß gar nicht. Ganz eng nimmt, keine Ahnung. Und dann halt die Boosts hier aufheben. Für die Stellen, wo es drauf ankommt. Zum Beispiel hier. Weil da braucht man einen Turbo-Boost, um drüber zu springen. Deswegen hat das auch nicht funktioniert vorhin. Und da sieht es doch auch schon viel besser aus. So, jetzt noch hier. Zack. Und hier auch noch über den großen, das riskiere ich mal lieber nicht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich meine schon, aber... Ist nicht nötig. Das war gerade voll schief, glaube ich. Unfassbar, wir haben verloren. Hey, großer Bruder, sollen wir dieses Ding wirklich dem Kerl hier geben? Etwas müssen wir ihm wohl geben, aber er ist ohnehin nur ein Kind. Was könnte er schon großartig damit anrichten? Du hast Garos Maske erhalten. Die umherirrenden Geister der Ninjas von Ikana trugen einst diese Maske. Ganz schön creepy. Dafür darfst du niemandem erzählen, wo du diese Maske her hast. Du hast es den Gebrüdern Gorman gezeigt. Oh yeah. Nice, okay. Jetzt haben wir Garos Maske. Wie gesagt, die braucht man, aber halt jetzt noch nicht. Aber ich dachte mir, ich mache das einfach jetzt schon mal. Because, why not, ne? So, und was wir jetzt machen werden, ist auf die Ranch zurückreiten
Und dann mit Kremia am Abend mitfahren in die Stadt. Da hat sie uns ja dieses Angebot gemacht. Und das nehmen wir natürlich herzlich an. Weil mal so ganz unter uns, ich finde eigentlich die... Also... Die Erwachsene, also die Kremia in dem Fall jetzt in dem Spiel, eigentlich ganz hübsch. So, natürlich ist... ist natürlich wegen der Grafik nicht so ganz der Fall, aber wenn man sich mal so, weiß nicht, Fanarts oder Artworks anschaut. Ne? So, ich sollte vielleicht auch die Zeit langsamer machen, oder? Ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Aber ich mach's, glaube ich, trotzdem mal schnell. Und da hat man's gehört. Gesehen oder auch nicht gesehen. Sie steht da schon mit dem Wagen. Und wartet eigentlich nur noch auf uns. So. Lauf verlangsamt. Ja, komm. Sie ist schon bereit zum Abfahren. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um meine Lieferung zu machen. Möchtest du mitfahren? Jo. Na, wie? Oh, das freut mich. Ich fühle mich heute irgendwie sehr einsam, daher freue ich mich über jede Gesellschaft. The fuck? Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ebene einfach voll beiseite geschoben. Es ist schon eine Weile her, seit unser Vater von uns gegangen ist. Ich kümmere mich um die Ranch, aber das ist nicht immer einfach. Die Kühe wirken irgendwie bedrückt und erschöpft. Auch finde ich überall zerbrochene Krüge. Wer kann so etwas tun? Auch meine Schwester Romani scheint sehr besorgt zu sein. Sie übt täglich mit dem Bogen, um die Geister zu verjagen. Was erzählt man sich in der Stadt über den Mond? Er scheint viel größer zu sein als sonst. Ich habe eine Freundin in der Stadt. Ihr Name ist Anju. Anju, übermorgen will sie als Braut vor den Altar treten. Ich frage mich, ob dieses Ding tatsächlich herabstürzen wird. Der Weg ist komischerweise versperrt. Was? Die Straße? Junge, schnapp dir deinen Bogen. Oh, das hört sich nicht so gut an. Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert und jetzt... Uns bleibt keine Wahl, wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns so rasch wie möglich herauszubringen. Du musst versuchen, unsere Verfolger mit deinen Pfeilen zu verjagen. Ich glaube, sie sind hinter den Milchkrügen her. Weißt du, was du zu tun hast? Mhm. Danke, ich verlasse mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier heil rauszukommen, dann bin ich dir einen großen Gefallen schuldig. Was ist denn mit denen los? Ja, das sind tatsächlich die Gorman-Brüder. Und die haben sogar noch so eine Gardos-Maske auf. Oder sieht zumindest so aus wie die Gardos-Maske. Vielleicht gibt es da mehrere Stücke davon. Also, nicht Stücke. Mehrere, ja, ihr wisst schon, mehrere von diesen Masken. Masken. Nein, geht weg. Die Typen sind eh schon, komisch genug, wenn man sie so normal trifft. Und dann machen die auch noch so eine kriminelle Scheiße. Zum Glück hat man hier unendlich Pfeile, das heißt, man kann da einfach drauf losballern.
Wäre sonst, glaube ich, auch ziemlich schwer mit meinem Controller hier, ne? Oh nein, geht weg. Ey, was ist passiert? Sie haben einen Milchkuchen mitgenommen. Geht weg, verdammte Scheiße. Was? Habe ich es geschafft? Ich glaube schon. Die haben mich aber, glaube ich, zweimal erwischt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Mal schauen. Herr Barton war sehr froh, endlich wieder eine Lieferung zu erhalten. Ich danke dir. Du warst großartig. Das ist zwar nicht sehr viel, aber bitte nimm es an. Okay, gut. Macht keinen Unterschied. Du hast Romanis Maske erhalten. Sie weist dich als Mitglied der exklusiven Milchbar Latte aus. Durch nur eine gute Tat kann ein Kind zum Erwachsenen werden. Diese Maske wird nur an wenige erwachsene Kunden vergeben. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als Erwachsenen an. Du hast die Milch beschützt. Schön, okay. Scheiß Gebrüder Gorman, ey, ohne Witz. Okay. Dann haben wir jetzt auch das geschafft. Das ist eigentlich, ja, fast alles, was es bei der Ranch zu tun gibt. Eine Sache gäbe es noch, aber das kann ich noch nicht wirklich schaffen. Mir ist auch gerade was, also nicht gerade, aber halt schon vor dem Part eingefallen. Nämlich noch ein Herzteil hier bei der Schatzkiste. Nämlich ist es hier auch so ein Minispiel, ja, dass man eigentlich fast nur als Corona schaffen kann oder sogar nur als Corona, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wow, ein kräftiger Bursche. Willst du spielen? Für dich kostet es nur 30 Rubine, ist ja gar nicht mal so wenig. Wenn du es bis zur Schatztour schaffst und sie innerhalb des Zeitlimits öffnest, erhältst du einen speziellen Preis. Der Inhalt selbst ist nur der halbe Spaß. Bist du bereit? Okay, also das wird hier gar nicht so erklärt. Sieht jetzt hier natürlich ganz einfach aus, einfach zur Schatztour gehen, ne? Aber natürlich ist das nicht so einfach, denn hier fahren dann hier solche Säulen hoch und man muss da den Weg finden, wie man zu der Schatztour kommt. Und das ist halt manchmal richtig fies. Nur dieses Mal nicht. Oh mein Gott. Ah, hab ich ein Schwein. Ein Herzteil. Drei Teile, okay. Schön. So einfach hatte ich das da, glaube ich, noch nie. Da hast du dich amüsiert? Noch ein Versuch? Nö. Gibt ja hier keine Herzteile mehr, außer dem einen hier. Okay, nice, dass das so einfach ging. Also ich war da schon oft frustriert, muss ich sagen. Und ja, mit der Romani-Maske, also Romanis-Maske, können wir jetzt auch hier in die Milchbar, beziehungsweise es geht auch jetzt ohne Maske gerade noch. Aber nur, weil die Bar noch nicht wirklich geöffnet hat. Ja. Was, wenn man hier mal mit dem Barkeeper spricht? Die Bar öffnet erst abends, mein Herr. Nur Mitglieder haben Zutritt. Ohne ein Zeichen der Mitgliedschaft können wir leider keinen Eintritt gewähren. Ich bereite gerade alles vor. Solange Sie mich nicht dabei stören, können Sie gerne bleiben. Ja, ganz viel Milch. Auch alkoholisiert. Denke ich mal. Ja, schauen wir vielleicht später nochmal rein. Ich glaube, ab 11 Uhr hat die so richtig geöffnet. Kundenregelung der Milchbar Latte. Unser Kontingent, was? An Milch ist begrenzt. Aus diesem Grund schenken wir nur Mitglieder aus. Ohne das Zeichen der Mitgliedschaft kommen sie leider nicht in den Genuss unseres Ausschanks. Was für Wörter, ey. Okay, jo, dann werde ich mal, glaube ich. Na, was mache ich? Mir ist gerade was eingefallen. Das muss ich jetzt ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Dafür muss ich auf jeden Fall erstmal die Zeit wieder normal auf normal stellen. Nämlich gibt's ja in West unsere Stadt. Es ist, glaube ich, West unsere Stadt, ja. Da gibt's ja diese drei Shops.
bei der Treppe. Und in zwei davon waren wir schon, im Bombenshop und im Bazar. Aber es gibt ja noch den dritten Shop hier unten, den Kuriositätenladen heißt er. Der öffnet aber, glaube ich, erst ab 10 oder 11 Uhr. Ab 10, okay, 22 Uhr. Ja, dann warten wir das mal kurz ab, weil ich will da mal reinschauen, ob die da gerade was im Angebot haben, was ich mir gerne kaufen würde. Was ich mir zwar gerade nicht leisten kann, aber ich kann ja hier einfach zu der Bank gehen, die ist ja gleich hier nebenan. Weil dieser Gegenstand, den ich gerade im Kopf habe, der kostet 200, meine, oder? Nee, ich glaube sogar 500, scheiße. Ja, ich glaube, der kostet wirklich 500, also ich habe da noch gar nicht die Geldbörse für. Ich will jetzt aber trotzdem kurz schauen, ob sie das hier haben im Angebot. Hier am zweiten Tag, in der zweiten Nacht. Und dann werden wir am dritten Tag nochmal das Minispiel da spielen, in der Spielbar. Spielbude meine ich, ne? Habe ich jetzt schon oft genug gesagt und das muss jetzt auch echt mal erledigt werden, meine Güte. Und dann glaube ich, war es das auch schon für den Part. Viel mehr lohnt sich dann gar nicht mehr zu machen. Und ich meine, wir können dann eigentlich auch schon bald in Richtung des nächsten Dungeons gehen, zum Ozean. Freue ich mich auf jeden Fall. Habe ich jetzt eine Minute Ingame-Zeit zu früh gedrückt. Freue mich auf jeden Fall schon sehr auf den Ozean und nö, der hat hier nichts im Angebot. Tut mir leid, Faschingsnaht werden nicht bedient. Ja, nur weil ich die Maske auf habe, ey. Die Hasenohren. Nur rein. Heute Nacht habe ich nichts zu verkaufen. Ich scherze nicht. Aber hast du was für mich? Ich lasse mich auch was kosten. Zeig's mir mit C. Nö, ich habe nichts für dich. Ich weiß auch gar nicht, was man da eigentlich abgeben kann. Der Mann vom Kuriositätenladen wurde ins Notizbuch eingetragen. Okay. Kann man hier eigentlich in die Ego-Perspektive? Ja, kann man sich hier so ein bisschen umschauen. Ah, da gab es ja auch was bei Majora's Mask 3D. Da stand hier einfach so ein Rob, ja. Der kleine Roboter da von... den es halt früher beim NES gab, glaube ich, so als Zubehör. Und den es halt auch in Smash Bros. Gibt als Kämpfer. Was ist das da eigentlich? Sieht ja richtig komisch aus. Vielleicht irgendein Kleid, keine Ahnung. Naja, jedenfalls hat er nichts im Angebot. Das heißt, wir spulen die Zeit vor bis zum letzten Tag. Und holen uns jetzt noch ein Herzteil in der Spielbude, dass wir auch jetzt ein neues Herz haben. Richtig schön. Dann haben wir schon 10 Herzen, nicht wahr? Ich habe auch gerade vor dem Part nochmal wegen Herzteilen nachgeschaut und es gibt jetzt schon noch ein paar, die ich mir holen könnte, aber die wären sehr umständlich. Die kann ich mir später auch holen, wo es dann weniger umständlich ist. Ich sag jetzt mal als Stichwort die Urkunden und die Dekus, ja. Wieder so als Stichwort für die, die das Spiel kennen, weil ich irgendwie, weiß nicht, nicht spoilern will, keine Ahnung, obwohl das Spiel 18 Jahre alt ist. Oh, doch, du hast doch bereits an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine perfekte Trefferzahl gehabt. Willst du einen weiteren Versuch wagen? Heute ist der ganze Tag über Zielschießen, nicht wahr, Schätzchen? Das Spiel macht 10 Rubine. Triff alle Ziele in der Zeit, okay. Ich versuche es einfach mal ohne die Steuerung jetzt umzustellen. Mal schauen, ob das so schwer ist. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Okay, ich glaube, ich stelle mich lieber hier ein bisschen mehr in die Mitte, dann ist das leichter. Unendlich Pfeile hat man auch. Ja, doch, das ist nicht schwer. Das ist sogar... Ups. Autsch. Ist sogar ziemlich einfach, würde ich sagen. Oh Gott, Mond, bitte hör auf zu die Erde zum Beben zu bringen. Und das war's. Okay, war wirklich ziemlich einfach.
Da finde ich die anderen beiden Spiele schwerer, das mit den Knappelminen und das Bombenbasketball. Wobei das Bombenbasketball ist auch gar nicht so schwer, da kann es halt nur sein, dass man runterfällt. Liebling, er hat in 3 Tagen hintereinander eine perfekte Trefferzahl erzielt. Das ist alles, was wir noch für ihn übrig haben, Liebling. Ich kann nicht lesen. Herzteil und ein neues Herz. Oh, yes. Ich frag mich, sind wir eigentlich wirklich glücklich, Schätzchen? Eine sehr, sehr diepe Frage. Bisschen zu deep für mich. Ja. Ich werde jetzt noch zur Bank gehen und das Geld abgeben und dann das Geld abgeben. Alter, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ist auch kein Wunder, ich habe vor diesem Part schon recht viel aufgenommen und irgendwie, wenn ich so viel spreche, also wenn ich ganz viel spreche, irgendwann wird's irgendwie schwer mit dem deutlich reden. Ich weiß auch nicht. Naja, so, Geld abgeben und dann machen wir uns im nächsten Part auf zum Ozean. Wie gesagt, freue ich mich sehr drauf. Wird richtig geil, denn ich finde das nächste Gebiet, die Küste, wirklich richtig, richtig schön und spannend auf jeden Fall. Na gut, dann einfach mal Hymne der Zeit spielen. Und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Und meine Abendeko-Nüsse gehen wieder weg. Sie gehen weg. Sie werden mir weggenommen. Ah, das wird so ein Running Gag, habe ich das Gefühl. Ist es ja eigentlich schon. Aber auch cool irgendwie. Ich habe jetzt 2 Dungeons von 4 und 10 von 20 Herzen. Also bei beiden Sachen die Hälfte. Ganz cool auf jeden Fall. So, jetzt noch die... Ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt. Ballade des Kronos spielen. Dann ist alles schön vorbereitet fürs nächste Mal. Habe ich eigentlich auch die Hälfte der Masken? Könnte fast sein. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger, was ich habe. Oder? Ich kann nochmal zählen hier. 4 Plätze nach unten und... Warte mal. 6, glaube ich. Ja. 4 mal 6, 24. Und ich habe... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah, nicht ganz, ja. So, wie ich es mir schon dachte. Okay, meine Begrüßungen dauern irgendwie immer voll lange, naja. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao!